Hallo und herzlich willkommen, hier ist Michelle von Stempelrausch. Dieser kleine Sack nennt sich Embossing Buddy. Das ist ein Antistatik-Säckchen und den gibt es schon ganz lange im Stampin' Up! Programm und ich glaube, seitdem es den gibt, so lange habe ich den auch schon. Das ist nämlich ein Säckchen, das verhindert, dass das überschüssige Präge- oder Glitzerpulver auf dem Papier hängen bleibt, wenn man zum Beispiel embosst, also heiß prägt mit Versamark und dem entsprechenden Prägepulver, dann streicht man einfach Feuerwehr über das Papier. Das hast du sicherlich schon in ein paar Videos von mir gesehen, wo ich dann auch diese Embossing-Technik anwende. Aber dieser kleine Sack kann noch ein bisschen mehr. Und zwar ist das ein kleiner, toller Helfer beim Abkleben. Vielleicht hast du ja auch schon mal das ein oder andere Problem gehabt, wenn du zum Beispiel eine Stanzform, also ein Framelit oder ein Thinlit durch die Big Shot gegeben hast. Hast dieses Stanzteil vorher mit Washi-Tape abgeklebt. Und dann kann es sein, dass es manchmal so stark draufgepresst wird, dass du beim Ablösen des Washi-Tapes das Papier mit beschädigst, weil das halt so stark drauf klebt und das ist einfach total ärgerlich. Also das ist jetzt in dem Fall nicht der Fall, dass das jetzt mit abreißt. Also es passiert auch nicht immer, aber bevor das passiert, streich da einfach vorher, bevor du die Stanzform raufklebst oder raufsetzt und dann anschließend mit Washi-Tape beklebst, einmal hier mit dem Embossing Buddy drüber. Das lässt sich nachher anschließend so leicht abziehen, dass dann kein Papier mit beschädigt wird. Und wenn du Aquarellarbeiten machst, dann bearbeitest du das gleiche genauso mit dem Embossing Buddy. Also da streichst du einfach mit dem Antistatik-Säckchen einmal über die Stellen, wo es abgeklebt werden soll. So bleibt das Papier auf jeden Fall anschließend unbeschädigt. Also es passiert, wie gesagt, nicht immer, aber es ist schon das ein oder andere Mal vorgekommen, dass beim Abziehen des Washi-Tapes das Papier hiermit eingerissen wird. Und dann klebt das Papier dann am Washi-Tape und wird dann halt somit beschädigt, was dann auch extrem ärgerlich ist. Bei dieser Eclipse-Karte, das ist meine erste richtige Eclipse-Karte, da habe ich das auch angewandt. Also da habe ich dann auch sämtliche Buchstaben halt draufgeklebt oder draufgesetzt, mit Washi-Tape abgeklebt, aber vorher halt einmal mit dem Embossing-Buddy drüber gestrichen. Ich glaube, es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn du schon ein fertiges Projekt hast, was schon gestempelt ist und es wirklich nur daran liegen würde, dass dann das Papier dann da drauf zerstört wird. Tristan wird jetzt am Samstag 3, also wenn das Video jetzt am Sonntag ausgestrahlt wird, dann haben wir den Geburtstag gestern dann gefeiert. Und irgendwann, wenn er dann lesen kann, dann wird er sich dann die Karte dann hoffentlich nochmal durchlesen. Also alle Geburtstagskarten von ihm bewahre ich auf, dann kann er sich die dann später mal einmal ansehen. Ob er die dann auch behält, ist eine andere Sache. Aber ich finde es halt schöner, wenn man die Glückwünsche oder vielleicht noch andere persönliche Worte genau zu dem Zeitpunkt hat, dass er sich die dann auch selber dann später einmal durchlesen kann. Ich habe bei der Entstehung dieser Karte die Videokamera einmal mitlaufen lassen und ich glaube, ich zeige das irgendwann nochmal, wie die entstanden ist. Aber das werde ich alles ein bisschen im Schnelldurchlauf machen, weil die Karte war nicht in 5 Minuten fertig. Das muss man auch dazu sagen, mit dem Kolorieren und so weiter und dem Ausrichten. Also das, ich weiß gar nicht, insgesamt habe ich vielleicht eine Stunde oder so gebraucht, weiß ich jetzt gar nicht genau, keine Ahnung, vielleicht war es auch mehr oder weniger. Aber für das eigene Kind ist die Zeit dafür nicht zu schade. Genau, das war's mit meinem Tipp. Mein Tipp mit dem kleinen Säckchen, der wirklich auch mein jahrelanger Begleiter ist. Wenn er richtig dreckig wird, den solltest du nicht waschen, weil da Pulver drin ist. Dann wird das mit Sicherheit sehr verklumpen oder so. Ich glaube nicht, dass er danach noch zu gebrauchen ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!